Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon in der Edition Schwert. So, in der letzten Folge haben wir ein Pokémon-Ei ausgebrütet und ich habe jetzt, nur um euch das einmal kurz zu zeigen, Fly ausgetauscht gegen dieses Evoli, das da geschlüpft ist. Heißt, Fly ist jetzt im Team drin. Ich habe auch eben schon einmal nachgeguckt, was er so für krasse Werte hat. Er hat auf jeden Fall Initiative sehr gut und er hat auch die Fähigkeit Felsenfest, was seinen eisernen Willen erhöht, was wiederum seine Initiative erhöht, wann immer er zurückschreckt. Also wird krasser, wenn er Angst hat anscheinend. Und er hasst es nämlich zu verlieren. Und das finde ich sehr cool. Ein sehr cooles Pokémon, das es hasst zu verlieren. Das ist genau mein Typ. So, und heute werden wir auf jeden Fall in diese komische Galarmine 2 reingehen, weil Hopp meinte ja, ja geil, Dizzy, da kann man voll geil trainieren. Und die war hier unten. In der letzten Folge konnten wir da noch nicht vorbei. Hier ist plötzlich eine Anglerin unten. Warte, die muss ich einmal kurz ansprechen. Hallo. Wenn ich in der Naturzone beim Angeln auf so ein riesiges Pokémon stoße, heißt es immer alles oder nichts. Okay, also die hat nichts Interessantes zu sagen. Aber die ist neu hier. Die war vorher nicht da. Naja, egal. So, Team Gel ist weg. Wir können jetzt in diese... Ich weiß nicht, ob es die Galarmine 2 ist. Doch, es ist tatsächlich die Galarmine 2. Und hier gibt es ganz viele neue Pokémon. Oh, warte, warte. Ist das die Vorentwicklung von diesen Lapras? Ist das eine Lapras-Vorentwicklung? Schalelos? Sieht ein bisschen aus wie ein Lapras. Noch ein bisschen Gelee-artiger, als Lapras dann in der Weiterentwicklung wäre. Ich habe jetzt natürlich nicht drauf geachtet, welches Pokémon ich vorne habe. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Rasierblatt den jetzt leider tötet, weil der zu 80% Wasser sein wird. Ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöde. Kann man nicht anders sagen. So ein Lapras wäre natürlich schon geil irgendwie im Team. Ich hoffe, der kommt hier gleich nochmal. Wir müssen, glaube ich, mal ein anderes Pokémon nach vorne packen. Irgendwie ist das alles nicht so gut gegen die Viecher, die hier sind. Ich packe einfach mal Rannik nach oben. Der hat nämlich noch nicht so ein hohes Level, macht deswegen weniger Schaden. Und hat, glaube ich, weder einen sehr effektiv gegen diese Pokémon hier, noch ein, also dass er sehr schlecht gegen die wäre. Er hat einen Kartoffelsack als Hose an. Das finde ich sehr sympathisch. Das Zuro-Kex. Kex. Ja, mach einfach mal Säurespeier. Dann sehen wir mal Rannikson auch in Aktion. Das ist doch auch nicht schlecht. Säurespeier. Oh, jetzt weggeblockt. Was ist das denn für ein Typ? Das machen wir gleich nochmal. Komm, ich glaube an dich, Rannikson. Du schaffst das, ihn anzugreifen. Sehr gut. Das waren bestimmt 5 HP Damage. Hä, einfach mal ein Biss. Ich muss ein bisschen rumprobieren. Das macht gar kein Damage. Rannik, du bist super nutzlos hier. Es wird wahrscheinlich ein Kampf. Oh mein Gott. Ein Kampf-Pokémon sein? Bisher hat er keine Erde-Attacken eingesetzt, deswegen werden wir mal Sonkor einwechseln. Und dann setzen wir einfach einen Pizza ein, denn der trifft ja immer häufiger als einmal. Eins. Oh, nein! Okay, trifft auch nur einmal. Oh, das ist gut. Hä, war Pizza nicht, dass das häufiger trifft? Nee, das war wieder irgendwas anderes, ne? Das war so eine Kratzfurie oder sowas. Egal, wir können jetzt einfach mal probieren zu fangen. Los, Pokéball, flieg und sieg! Im Namen von Dizzymon und Sonkor befehle ich dir, im Pokéball zu bleiben. Geb dich geschlagen, du Keksding. Danke. Zuro-Keks gehört mir. Ja. So, Zuro-Keks ist ein Hautwechsel-Pokémon von Typ Unlicht-Kampf. Also Kampf habe ich mir gedacht, aber Unlicht? Okay. Zuro-Keks deutet... Was? Deuten Blickkontakt als Einladung, ihr Gegenüber mit Kopfnüssen anzugreifen. Vorsicht ist also geboten. Okay, keine Erklärung, warum es so einen Kartoffelsack als Hose anhat. Da war ja nicht noch eben ein anderes Pokémon, das ist einfach geflüchtet oder was? Oh nein, du schon wieder! Nein, du schon wieder, nicht ich schon wieder, du schon wieder! Hör auf, mir nachzulabern. Ich will nicht kämpfen, ich habe gerade noch Exandros vorne. Ja. Kämpfe gegen minderwertige Gegner sind eine unerträgliche Zumutung für meine Pokémon. Ich selbst bin auch nicht in der Stimmung, mich auf dein Niveau herabzulassen. Aber Schwächlinge wie dich in ihre Schranken zu weisen, ist irgendwo auch ein Akt der Gnade. Wenn du dich tatsächlich einbildest, mich besiegen zu können, hast du meine Erlaubnis, mich zum Kampf herauszufordern. Also, was sagst du, Schwächling? Okay, lass uns kämpfen, damit ich dich noch einmal kaputt machen kann. Haha, ich wurde von Liga-Präsident Rosé persönlich ausgewählt. Dass ich verliere, ist völlig undenkbar. Ich hab schon mal gegen dich gewonnen, du Null. Mit deinem blöden Superball und deinem coolen Blick. Er hat diesen Blick von Porenta drauf auf jeden Fall. Wie geil er den Ball auch mit nur einer Hand wirft. Voll der Styler, man. Nein, dieses Rannik vorne. Oh, Rannik, du bist voll nutzlos. Hör auf vorne zu sein. Okay, Exandros, du bist dran. Rannik, komm zurück. Das Viech ist ja wohl irgendwie Wasser, oder nicht? Notsituation. Oh nein, das macht doch so viel Damage. Hör auf mit deiner Notsituation. Wieso macht das... Ah, Notsituation macht mehr Damage, je weniger Leben... dein Pokémon hat, glaube ich. Also, je weniger Leben dieses Mono-Zyten-Ding hat, umso mehr Schaden macht es mit Notsituationen. So, bepflanzen wir den erstmal, damit wir ein bisschen Leben zurückbekommen. Wehe, das ist eine Feuerattacke.
Das hat aber ganz schön weh, muss ich sagen. Na gut, Rasierblattattacke. Ich hab die Vermutung, Isandros wird gleich sterben. Guck mal, One-Hit hier. Oh, ein paar Fortschritte hast du wohl gemacht, aber wirklich nur ein paar. Könnte ich die Egelsamen nochmal irgendwie, bevor Exandros stirbt? Exandros, please, why not? Exandros ist irgendwie mein Pokémon, das bisher am häufigsten gestorben ist. Das ist echt lächerlich. Wollen wir es ausprobieren, ob Fly das schafft? Ich kann mir vorstellen, dass Fly auch stirbt, wenn der gleich eine Notsituation macht bei seinem wenigen Leben. Yeah, cooles Forenta. Der hat 4 Pokémon. Das müsste unser richtiger Rivale sein, der Typ. Und nicht Hopp. Hopp ist halt gar kein Rivale. Was macht deine Zornklinge, Porenta? Nein, als ob der einen Supertrank hat! Was ist das denn für ein Dulli? Oh mein Gott, das wird glaube ich, ein krasser Kampf. Und jetzt habe ich für einen Fly drin, der nur Level 19 ist. Das kann ja was werden. Und keine Sorge, ich weiß, dass unser Exandros tot ist. Ich werde ihn auch gleich wiederbeleben. Oh, sehr gut. Hey, der hat gerade mehr Damage gemacht als beim ersten Schlag. Not bad, not bad, Herr Specht. Ich meine, Herr Porenta. Molly Morba. Ist wahrscheinlich so ein ähnliches Teil, ne? Wir lassen mal Fly drin. Nee, ist was ganz anderes. Wir müssen halt auch irgendwie jetzt gucken, weil der doch recht stark ist, wann wir jetzt Exandros wiederbeleben. Wir müssen dann den richtigen Punkt auf jeden Fall abwarten. Oh, guck mal, Fly ist richtig stark. Läuft bei dir, Fly. Du bist ja Level 19 und ultra stark. Vor allem, Fly hat ja auch eine erhöhte Initiative, wie wir am Anfang der Folge gemerkt haben. Remover, nö, Fly macht das jetzt. Der macht das ganz alleine. Heißt, er kämpft oder er greift auch immer als erstes an. Alter, Fly, was geht bei dir ab? Du machst hier echt alle... Die sind zwei bis drei Level über dir. Du machst sie alle One-Hit. Jetzt ist er sogar Level 20 geworden. Richtig heftiges Ding. Wirbler? Was macht denn Wirbler? Ist auch... Macht, glaube ich, Damage. Naja, eine Unlichtattacke sogar. Statt Silberblick. Ja, moin. Und Porenta soll sogar noch eine Weiterentwicklung haben. Wie krass das dann wohl sein wird. Und Ponita. Ja, da wechseln wir natürlich aus. So, Mameon ist natürlich auch schön tanky. Ponita kenne ich ja endlich mal. Das ist ein Feuer-Pokémon. Ein flammendes Horst ist das. Also ein Pferd. So, Mameon, du darfst auch mal wieder. Ha, ausgezeichnet, wie du meine Pokémon da in die Enge getrieben hast. Und der hat so ein schelmisches Grinsen, ey. Oh, ein Galar-Ponita. Das ist ein Zuckerwatten-Ponita. So, bevor wir den jetzt töten, müssen wir natürlich Exandros wiederbeleben, weil sonst bleibt er für immer tot und das wollen wir ja nicht. Ich hoffe, dieses Ponita ist jetzt trotzdem Feuer, weil es sieht halt nicht aus wie Feuer. Bin ich gespannt, ob das sehr effektiv ist. Nee. Oh mein Gott, es hat eine andere... Ist das jetzt ein Feen-Pokémon oder was? Galar-Ponita ist ein Feen-Pokémon? Ist das dein Ernst? Das ist ja richtig cool, dass die Galar-Version dann auch andere Typen haben. Macht aber auch einfach nur Sinn. Mega cool. Jetzt ist das einfach ein Einhorn. Also so ein richtiges Klischee-Einhorn. Mega gut. Ja, geil. Also hier hat auf jeden Fall Fly alles gerissen. Fly, du bist der Allergeilste. Du hast dir ein bisschen Mühe gegeben, also dachte ich mir, ich lass dich mal gewinnen. Ja, ja, Betsy. Ja, ja. Na schön, ich korrigiere. Ein Schwächling bist du nicht, dafür aber ein Schwachkopf. Haha, zu glauben, dass du die Arena-Challenge bestehen könntest, ist reiner Schwachsinn. Hier hast du schon mal einen kleinen Trostpreis. Die Ligakarte von Betsy, die will ich gar nicht haben. So, jetzt habe ich wirklich Wichtigeres zu tun. Mal sehen, wo könnte ich als nächstes auf die Jagd nach Wunschstern gehen? Was es damit wohl auf sich hat, ist halt auch nochmal eine gute Frage. Tschüss Betsy, ich hab dich lieb. Aber Betsy ist mega cool. Der hat vor allem auch mal schön starke Pokémon. Der kann später noch zu einer Herausforderung auf jeden Fall werden. Auch in dieser Mini-Nutzlock-Challenge jetzt. Und wir haben wieder 2000 Pokédollar leider verloren dadurch. Okay, es ist kein Wasser-Pokémon. Weil... Ist nicht sehr viel... Hält super viel aus. Und er setzt einfach Genesung ein. Er hat aber 10 KP verloren und muss sich erstmal genesen. Schläft er dadurch jetzt auch wieder ein? Nö, Genesung ist einfach nur, dass er... Okay, interessant, dass er sich heilt. Es gibt ja auch irgendwie so eine Genesung, wo das Pokémon dann einschläft. Und was hat der Relaxe zum Beispiel? Und irgendwie habe ich das Gefühl, je länger Porenta kämpft, desto mehr Schaden macht er einfach. Der erste Hit mit Zornklinge hat nicht so viel Schaden gemacht wie der zweite Hit. Mega weird. Wenn er jetzt den Geld... Hä? Zornklinge macht einfach mit jedem Hit, den er macht, mehr Damage. Vermisse ich hier irgendwas? Was ist denn da los? Ultra, ich muss mir gleich mal die Attacke angucken. Ich gucke mir die jetzt an, Leute. Attackeninfo. Eine Attacke mit Scheren oder Klauen, deren Härte bei aufeinanderfolgenden Treffern zunimmt, tatsächlich. Ist ja ultra heftig. Dieses Pokémon ist viel zu krass, dieses Porenta.
Aber sieht halt auch badass aus, also muss auch krass sein. So, Pokéball, Flieg und Sieg. Gib dich Poranta geschlagen und gib dich Fly geschlagen und gib dich Desimon geschlagen. Ich befehle es dir, bleibe in Pokéball. Du bist ein gutes Chalilos. Chalilos, Chalilos. Könnte auch ein gutes Tank-Pokémon sein auf jeden Fall für unser Team. Aber wir haben leider nichts zum Auswechseln. Wir müssen halt Mamion dafür auswechseln, weil er höchstwahrscheinlich Wasser ist. Ja. Hä? Okay, das finde ich jetzt aber merkwürdig. Warum war dann unsere Pflanzenattacke? Es war keine Pflanzenattacke, es war eine Käferattacke. Ist auf jeden Fall ein Seeschnecken-Pokémon aus dem östlichen Meer. Steht das bei anderen Pokémon auch dabei? Keine Ahnung. Welche Form es annimmt, hängt angeblich von seinem Futter ab. Ob das tatsächlich der Fall ist, wurde aber noch nicht endgültig geklärt. Okay, hat er dann vielleicht zwei Weiterentwicklungen? Es sieht halt schon aus wie ein Lapras irgendwie. Schön, schön. So, was haben wir hier noch Schönes im Wasser? Bla, Wasser! Ein Krebsorb? Krebskorps, so hieß der. Fast, fast. Okay, Fly, zertrümmer seine Schale. Harte Schale, weicher Kern, weiß doch jeder. Okay, seine Schale ist kaputt. Hast du sehr gut gemacht, Fly. Okay, das macht schon ein bisschen mehr Damage, aber wir halten das aus. Mach eine Zornklinge. Jetzt, wo seine Schale kaputt gemacht worden ist, macht das bestimmt mega den Damage nicht. Okay, dann überlebt mal bitte den Blubstrahl. Ich möchte jetzt... Na, Gott. Kein Bock, noch einen Beleber einzusetzen. Mamion. Du hältst Wasserattacken bestimmt gut aus. Gut gemacht, Fly, soweit. Aber Mamion muss leider helfen. Naja, was war sonst so, Leute? Ich habe heute richtig geil gekocht. Und zwar Reis. Es gibt jetzt viel mehr Reis, wo ich jetzt alleine lebe. Zumindest für ein bisschen. Oh Mann, Krebskopf, warum stirbst du? Auf jeden Fall Reis, mega geil. Dazu so eine Wok-Gemüsepfanne. Also das war schon fertig so gemacht. Aber halt nur Gemüse. Und dazu dann Hühnchenfilet. Auch mega geil, so klein geschnitten. Und jetzt kommt der Tipp des Jahrtausends, Leute. Das bratet ihr alles in der Pfanne an und dann packt ihr da ein bisschen Wasser zu. Ins Wasser packt ihr Gemüsebrühe zu dem Gemüse. Das ist richtig gut. Und ein bisschen Umami-Creme. Und das schmeckt wirklich richtig geil, weil man braucht ja beim Reis immer noch so ein bisschen... Fuck, ich hab Fly immer noch vorne. Man braucht ja beim Reis auch immer irgendwas, damit der Reis was aufnehmen kann, weil sonst finde ich Reis wirklich richtig langweilig. Und da kommt dann halt dieses Wasser ins Spiel. Schmeckt wirklich mega gut. Bratet man das alles an und gebt das dann zusammen. Das war heute mein Essen und das hat richtig lecker geschmeckt. Vor allem, ich kann jetzt, wo meine Mutter halt nicht da ist, auch Sachen kochen mit Paprika drin. Ich liebe Paprika, aber meine Mutter findet irgendwie, dass Paprika stinkt und mag die nicht mehr anfassen und deswegen kocht sie damit halt auch nie. Und das ist sehr schade, weil ich Paprika sehr mag. Guck mal, das Schmerbe hier hat einfach diese Attacke drauf, dass er einschlafen kann und sich dadurch erholt. Die Attacke meinte ich. Aber ja, das war auf jeden Fall ein krasses Highlight meines Tages heute. Dass ich Essen gekocht habe, was richtig lecker geschmeckt hat. Weil sonst... Hä, wieso kann der Angreifer, obwohl er schläft? Okay, weird. Sonst koche ich halt nicht so wirklich. Mal irgendwie Fisch oder sowas heiß machen und dann fertiges Kartoffelpüree und sowas dazu. Aber so richtig halt nicht. Jetzt musste ich halt schon so ein bisschen in der Küche stehen und was kochen. Und das hat wirklich mega gut geschmeckt. Musste ich einfach mal loswerden. Dass ich auch etwas kochen kann, das finde ich cool. So, magischer Blattangriff, dem nicht auszuweichen ist. Das klingt sehr gut. Statt Heuler. Sehr gut, Exandros, wirst auch immer stärker. Zauberblatt. Eine magische Fähigkeit. So, Schmerb ist ein Bartha-Pokémon. Von Typen Boden? Okay. Sein schleimiger Körper ist schwer zu greifen. In einer Region sagt man, es sei aus gehärtetem Schlamm entstanden. What? Okay. Whatever. Ich hinterfrag's mal nicht. So, aber dieses Krebshorb hätte ich jetzt trotzdem gern nochmal. Warte, wir müssen aber nochmal ein bisschen heilen, habe ich das Gefühl. Und vor allem was anderes nach vorne packen. Für eine Runde Tafelwasser für den Rannik. Fly mag Tafelwasser bestimmt auch richtig gern, habe ich gehört. Und dann noch einen Trank für Mamion. Und vielleicht noch einen für Exandros. Denn ich habe ja gesagt, in Gebieten, ich werde nicht aus den Gebieten rausgehen, bevor wir sie fertig gemacht haben. Also das gehört auch zu der Mini-Netzlock-Challenge, die ich hier mache. Also ich werde die Pokémon nicht währenddessen heilen, es sei denn, der ist halt irgendwie so ein Typ, wie bei der Galamine 1, der dann plötzlich dasteht und sagt, ja, ich heile deine Pokémon. Das nehme ich an, aber ich werde nicht rausgehen, in ein Pokémon-Center gehen, mich da heilen und dann wieder da reingehen, weil das ist echt lame. Da nutze ich dann wirklich Tränke und sowas, damit halt auch mein Geld runtergeht und ich zumindest ein bisschen eine Challenge habe. Kamehubs will ich jetzt so gar nicht haben. Da sehe ich doch noch ein anderes Pokémon. Was bist du denn? FM! Ja, lol! Wie Radio FM. Habe ich mir auch gedacht bei den Ohren.
sehen so aus wie Kopfhörer auf jeden Fall. So, Sternschauer. Als ob die den einfach FM genannt haben. Ist das wenigstens noch irgendwas Cooles? Mephi. War so komisch geschrieben. Naja, egal. Gib dich Memeon geschlagen und gib dich Dizzybon geschlagen. Ich befehle dir, bleibe im Ball. Danke. So, FM ist ein Schallwellen-Pokémon von Typ Drache. Oh, unser erstes Drachen-Pokémon. Bei Sonnenuntergang verlässt es seine Höhle und geht mit Hilfe von Ultraschallwellen auf die Suche nach reifem Obst. Wie eine Fledermaus. Der hat bestimmt auch eine Weiterentwicklung. So, den wollte ich aber gar nicht haben. Ich will einen Krebskorps. Mann, Kamehaps, verschwinde. Wenn du nicht verschwindest, dann verschwinde ich halt. Nobody likes you, everyone hates you, and everyone has more fun than you. Na bitte, da ist es doch. Meine Güte, dauert das immer lang, bis man hier wieder ein Pokémon bekommt. Ich will sie aber alle haben. Gotta catch them all und so. So, jetzt sollten wir aber gar keine von diesen ganzen Blattfähigkeiten einsetzen, sondern einfach Ruckzuckieb. Diesmal töte ich dich nicht, Krebshorps. Krebskorps. Du hast einen sehr komischen Namen und du triffst mich ja einfach doppelt oder was? Doppelt und dreifach. Du Blödkopf. Dann friss mein Ruckzuckhieb oder auch nicht, weil du dich schutzschildest. Aber Schutzschild ist bestimmt nur gut gegen Spezialattacken, ne? Nein, gegen alles, okay. Könnte man denn nicht theoretisch die ganze Zeit Schutzschild einsetzen? Und das macht man einfach so lange, bis das gegnerische Pokémon keine AP mehr hat. Und dann streckt man den Kampf einfach um mindestens 20 oder wie viele AP Schutzschild halt hat. Runden, das ist doch dann. Guck mal, der macht das halt wirklich. Ist das nicht super lame? Kann man so nicht einfach, wenn man richtig der Arsch ist, einfach 6 Pokémon nehmen, die alle Schutzschild drauf haben und dann online gehen und immer nur Schutzschild einsetzen und der andere gewinnt dann zwar den Kampf, weil man halt nichts macht, aber man pisst ihn einfach so zum Grund und Boden, dass er vielleicht sogar lief, den Kampf, und dann hat man einfach selber gewonnen. Weiß man nicht. Auf jeden Fall, gib dich Exandros geschlagen und gib dich Dizzybon geschlagen. Pokémon Krieg und Sieg und bleib über den Pokéball. Sehr nett von dir. I really appreciate that. Oh, Krebskorps ist ein Grobian-Pokémon von Typ Wasser. Und egal wie schmutzig der Fluss ist, in dem sie leben, sie passen sich daran an und vermehren sich. Sie sind hart im Nehmen. Wenn jetzt nochmal dieses Silberfisch-Ding kommen könnte, das. Oh, geil, das fände ich richtig gut. Den habe ich eben nämlich auch schon einmal gesehen, den Reißklaus. Der ist leider instant gestorben. Wir probieren mal Egelsamen aus. Das macht ja an sich nicht so viel Damage, ist trotzdem sehr effektiv und heilt noch unseren Exandros, damit ich nicht noch einen Trank einsetzen muss. Weil 200 Geld ist schon echt viel. Oh Gott. Okay. Okay, das war vielleicht ein bisschen knappi. Eventuell muss ich doch nochmal irgendwas machen, je nachdem wie viel das jetzt heilt. Okay, macht halt gar keinen Damage. Heftiger Scheiß. 2 Leben? 3? Oh, sogar 5 Leben. Okay, sieht so aus, als werden wir unser Pokémon leider auswechseln müssen. Wie sieht's denn aus, Fly? Möchtest du nochmal? Okay, Fly, du bist dran. Käferrutz? Der hat eine Käferfähigkeit. Ah, das ist ein Käfer. Okay, das macht Sinn. Ach, heilt das jetzt auch mein Porenta? Das ist ja ultra nice. Okay, es heilt also immer das Pokémon, das gerade vorne ist und nicht einfach irgendein Pokémon im Team. Jetzt wissen wir das auch endlich. Das ist doch schön soweit. Oh, ist Käfer gegen Käfer sehr gut? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, hoffentlich nicht. Dann ist das sogar dumm, dass ich jetzt Käfer einsetze, oder? Egal. Ansonsten, gestern kam kein Video, haben vielleicht einige Leute gemerkt. Zumindest der Rannik hat's gemerkt. Und das lag daran, dass... Wie? Du kannst mich einfach flüchten! Reißklaus! Was ist denn bei dir kaputt? Oh, und was bist du? Hier kommen so viele neue Pokémon. Auf jeden Fall... Lol, Bitora. Auf jeden Fall lag das daran, dass ich gestern noch Diamond werden musste in League of Legends. Ja, wieder League of Legends. Jeden Tag League of Legends. Macht dieser Typ auch nochmal was anderes außer League of Legends spielen? Aber ich war halt Platin 1 und ich war nur noch ein Match vor der Diamond-Promo. Das heißt, ich musste nur 4 Matches gewinnen. Und weil heute ein neuer Patch rauskam, wo mein
wo mein Charakter, den ich da immer spiele, quasi gereworked worden ist, wollte ich auf jeden Fall, bevor das passiert, noch mein Ziel erreichen. Weil man weiß nie, wie der Champion nach einem Patch so drauf ist. Deswegen war mir das ein Anliegen und dann habe ich halt gestern den ganzen Tag LOL gesuchtet, damit ich da nochmal Diamond werde. Und habe es auch geschafft, tatsächlich. Und das finde ich sehr schön. Aber jetzt wieder regelmäßig Videos, keine Sorge. Jetzt habe ich nämlich auch mein Ziel in League of Legends erreicht und werde dementsprechend weniger League of Legends spielen. Und das kommt meinem YouTube-Kanal und auch meiner Schule zugute. Tatsächlich auch sehr krass meiner Schule. Wenn ich denn jetzt nicht immer so spät aufstehen würde. Leute, ich habe wirklich gerade richtig das Schlafrhythmusproblem? Das klingt richtig, das Schlafrhythmusproblem. Ich bin jetzt die letzten Tage, das früheste war 4 Uhr. Es gab auch einen Tag, da bin ich um 6 Uhr und tatsächlich auch einen Tag, da bin ich um fucking 8 Uhr zu Bett gegangen. Und das ist way too late, weil ich dann einfach erst um 15 oder 16 Uhr, das kam tatsächlich auch vor, es sei denn, ich muss meinen Hund vom Kindergarten abholen, aufgestanden bin und das ist halt mega kacke. Weil ich dann gar keinen Bock mehr habe, irgendwas für die Schule zu machen. Und dann musst du halt frühstücken und so und halt andere Sachen für den Haushalt tun, weil ich ja jetzt alleine hier bin. Das werde ich jetzt noch ein paar Mal ansprechen in den Videos, weil das echt ein Einschnitt in meinem Leben hier ist. Und ja, dementsprechend ist das... Der Tag ist sau kurz, wenn man so spät aufsteht. Man hat auch kaum Sonnenstunden. So ein, zwei Sonnenstunden habe ich vielleicht. Schon ein bisschen deprimierend, muss ich sagen. Und dann muss ich immer noch einkaufen, weil das ja meine Mutti jetzt auch nicht mehr macht. Ich komme hier gar nicht zurecht mit meinem Leben. Bin gar nicht lebensfähig alleine. Oder doch, aber dann habe ich halt viel weniger Zeit am Tag. Egal, so, Bitora ist ein Krallenduo-Pokémon. Angestein, Wasser und zwei Exemplare hängen sich an einem passenden Felsen in Küstennähe, um dort zu leben. Bei Flut sammeln sie gemeinsam Nahrung. Sieht wenigstens auch aus wie ein Pokémon. Das finde ich immer gut, wenn Pokémon auch aussehen wie ein Pokémon. Und nicht einfach Zuckerwatte sind oder ein Apfel. So, Exandros ist leider wieder fast tot. Deswegen setzen wir mal einen Super Twank ein. Haben wir zum Glück auch ein paar geschenkt bekommen. Wollen wir Sonkor auch was geben? Na, wir müssen ein bisschen aushalten mit unserem Geld. Ein bisschen zumindest. Und jetzt gehen wir hier endlich mal weiter. Wieso geht's... Was ist das denn hier? LOL, habt ihr gesehen? Da war ein Pokéball in... in dem Fangboden. Aber es war einfach dieses Pokémon. Das ist ja richtig cool. Das Flunschlick. Der hat es einfach reingelegt. Der jagt hier Pokémon-Trainer, in denen er vorgibt, ein Pokéball zu sein. Das ist wie dieser Fisch, der vorne diese Lampe hat und halt im Wasser ist, wo halt sonst kein Licht ist. Und dann gehen da immer die ganzen Fische hin, weil die mögen Licht. Und dann frisst er die einfach auf. Genauso ein Viech ist das hier, aber halt mit Pokémon-Trainern. Aber ein Glück haben wir Exandros, der uns vor diesem komischen Ding befreit. Oder rettet. Oder was auch immer. So, ein Rasierblatt noch und dann können wir es, glaube ich, fangen. Was gibt's sonst zu erzählen, Leute? Ich werde hier die Pokémon-Parts ein bisschen runterbrechen. Ich hatte am Anfang vor, die so auf eine Stunde zu belassen, damit das Let's Play jetzt nicht allzu lange geht, weil bei diesen Story-Let's Plays ist das halt leider so. Die ersten Parts werden noch okay geguckt und dann nimmt das immer weiter ab. Bei mir ist das nochmal richtig komisch. Der erste Part wurde gar nicht so oft geguckt. Vielleicht, weil das ein Stream-Zusammenschnitt war und viele das halt schon aus dem Stream kannten. Und dann die zweite, dritte Folge haben so 100 Aufrufe bekommen und jetzt wieder immer so 70 oder sowas. Richtig merkwürdig auf jeden Fall. Und die letzte, glaube ich, sogar nur 30 oder so. Also wird jetzt schon weniger. Aber ich werde die Parts trotzdem jetzt so um 30 Minuten lassen, weil das, glaube ich, angenehmer ist zum Anschauen. Und dazu kann ich auch noch sagen, dass ich jetzt, weil sich der Rannik ein paar Mal beschwert hat, aber nicht nur wegen Rannik, sondern weil mich das auch selber nervt, ich die Werbung im Video jetzt rausgenommen habe, also diese Midroll-Anzeigen, weil da YouTube voll am Ausrasten war. Naja, Flunschlick ist ein Fallen-Pokémon von Typ Bodenstahl. In der Galar-Form sogar. Gibt es davon noch eine normale Form? Jetzt sehe ich das erst. Das ist so ein Fisch. Der hat Flossen. Und ist aber so eine Bärenfalle. Mega witziges Design auf jeden Fall. Es lebt auf jeden Fall inmitten von stark eisenhaltigen Schlamm. Und sein Leben da drin führt dazu, dass es einen robusten Körper aus Stahl entwickelt. Klar, so funktioniert das. Wenn ich mich den ganzen Tag in Watte einhülle, dann werde ich auch irgendwann einen Wattekörper bekommen. Ja, also keine Mitrollanzeigen mehr, das heißt, ihr werdet nicht mehr von nerviger Werbung mitten im Video gestört. Also diese komischen Banner werden trotzdem noch angezeigt, aber halt keine Anzeigen, die man dann nach 5 Sekunden wegklicken muss und so. Habe ich jetzt rausgenommen. Weil ich das selber auch nervig finde bei anderen YouTubern und YouTube bei mir halt richtig abgegangen ist und irgendwie 6 dieser Anzeigen im Video reingepackt hat, was ich einfach viel zu viel finde. Hat er übrigens automatisch gemacht, das war nicht ich. Da würde ich da schon mal eine Lanze brechen für mich selber. So, mein Pokémon ist heute total übermütig. Wir müssen mal kurz an den Dampf ablassen.
Klar, versuch's ruhig. Oh nein, nicht der Waggon. Okay, der war meines Wissens, genau, Gestein oder sowas. Deswegen ist Pflanze leider nicht so gut dagegen. Oh, und der kann vor allem Feuerattacken, ne? Hoffentlich stirbt Xanthros nicht. Antikraft ist keine Feuerattacke. Das ist eine Pflanzenattacke. Eine Gesteinsattacke. Na dann, wenn du unbedingt sterben willst, Waggon. Dann Aravidaji. Oh nein, dieser Niederlage ist der Übermut verflogen. Okay, What? Finsterbälle. Ein mysteriöser Ball geeignet für Einsätze in der Nacht oder an dunklen Orten. So wie zum Beispiel eine Höhle. So, fleucht hier noch irgendwas anderes im Wasser? Nö, wieder nur so ein blödes Kabi-Haps. Verschwinde und lass dich nie wieder blicken. So, dann haben wir nochmal so ein Viech im Boden. Die sind hier überall, ey. Meine Güte, nein, ich will gerade nicht. Das sieht aus, als... Da hinten, Leute, da hinten! Da hinten ist eine Weiterentwicklung von diesem kleinen Viech. Wie kommt man denn da? Oh, ich habe nicht gedrückt. Ich bin so ein Vollidiot. Brauche ich dafür Surfer? Der ist einfach im Wasser. Warte. Wie komme ich denn da hin? Ich will da hin. Kannst du doch nicht sagen, dass ich da jetzt Surfer für brauche? Ich habe keinen Surfer. Kannst du mir Surfer leihen? Ich habe keine Lust mehr auf Arbeit, also lass uns kämpfen. Mit einem Kiesling. Wir können ja mal Zauberblatt ausprobieren. Mal gucken, wie das aussieht. Sieht genauso aus wie Rasierblatt. Geil, oder? Sah das genauso aus? Warte mal. Wir merken uns mal kurz, wie das jetzt hier gerade aussieht, das Zauberblatt. Können die Gegner auf jeden Fall nicht ausweichen, was ich schon mal sehr geil finde. Ein Praktibalk. Den kennen wir ja noch. Also die Pokémon sind ziemlich gleich wie in der ersten Galarmine. So, und Rasierblatt sieht jetzt wie aus? Nee, Rasierblatt sieht ein bisschen anders aus. Bei Zauberblatt sind doch diese krassen Geschwindigkeitsstreifen dabei. Oh, für Pokémon-Kämpfe braucht man wohl andere Muskeln als auf der Baustelle. Gut, das war dann anscheinend die Galarmine. So, nein, Team Gel kommt auch noch. Hey, hast du mal eine Minute? Du bist doch an der Arena-Challenge teil, stimmt's? Anometer, ein echter Arena-Challenger. Das schreit nach einem Kampf. Hey, was ist denn hier los, Dizzy? Ist das dein Fanclub? Du bist ja bald fast so beliebt wie mein Bruder. Sag mal, geht's eigentlich noch? Wir sind gerade mitten in einem tiefsinnigen Gespräch mit dem da. Das klingt nach einem Doppelkampf. Oh Mann, was tun diese Klöße sich einfach zusammen? Unser Plan war es doch hier zu warten und einen Challenger nach dem anderen abzuservieren. Mann, ey. Team Gel, Team Gel. Haben auch immer dieselben Pokémon. Warum muss ich eigentlich immer mit Hopp zusammenkämpfen? Ich hab da gar keinen Bock drauf. Hopp ist voll der Schwächling. Rasierblatt hat ja, glaube ich, beide getroffen, ne? Wie sieht's denn aus mit Egelsand? Trifft das auch beide? Nein. Okay, aber wir müssen uns halt ein bisschen heilen. Einfach mal auf Gaunux. Why not? Und es hält halt über den ganzen Kampf. Das ist... Egelsam kann man eigentlich immer einsetzen. Why not? Ich habe dich bepflanzt. Haha. Nicht besamt, sondern nur bepflanzt. Ma, Hopp, mach irgendwas. Immerhin sehr effektiv. Ja, Bepflanzung. Wehe, wir heilen gleich Volley dadurch. Das fände ich ja richtig doof. Hm, zumindest 8 Leben dazu bekommen. Ist doch gar nicht so schlecht. So, jetzt kriegt er noch... Nee, warte, wir greifen beide an. Mit dem Rasierblatt einfach. Ist, glaube ich, besser, als wenn wir einen Einzelnen angreifen. Vor allem, weil es bei beiden nicht... Lol, nicht sehr effektiv ist. Aber anscheinend hält Gaunux halt gar nichts aus. Oh nein, nicht der Nachthieb. Haben die beide nur ein Pokémon oder was ist los? Schickt er kein zweites rein? Ja, lol, sogar Hoppe siegt den. Mann, Team Gel ist halt auch echt ein Witz. Oh, kommt auch nochmal ein Typ. Aber nur eins? Ah, ne, die haben beide noch eins. Ah, oh, der sieht cool aus. Kleopatra. Schöner Name auch. Ja, wahrscheinlich wird Wolli sterben. Wir müssen jetzt aufpassen, dass Xanthros nicht aus Versehen getötet wird. Und Wolli die dann irgendwie vernichtet, weil das wäre richtig kacke. Dann wäre Xanthros nämlich für immer tot. Okay, erstmal Rasierblatt. Ja, fuck. Genau deswegen. Okay. Wolli ist tot. Das heißt, der wird jetzt in dieser Runde auch nicht angreifen. Das ist okay. Heißt aber auch, wir kriegen den nächsten Hit leider ab von Pam Pam. Okay, er verstärkt sich nur. Okay, mit ein bisschen Glück tötet Rasierklinge jetzt beide, sodass wir gar nicht heilen müssen. Wir probieren es einfach mal aus. Okay, wir greifen sogar als erstes an. Sollten beide weg sein, oder? Ja, okay, gut. Easy game! Aber sowas ist immer heikel, würde ich sagen. Wenn da irgendwas Unvorhersehbares passiert, kann da ganz schnell mal ein Pokémon wegsterben. Oh, jetzt könnten wir selbst einen Fanclub gebrauchen, der uns wieder aufbaut. Jetzt checke ich das erst. Dieser Knilch ist der kleine Bruder des Champs. Oh, hätte ich nur auch so einen toll großen Bruder gehabt. Wenn es darum geht, die Flucht zu ergreifen, macht Team Gel so schnell keiner was vor. Ab durch die Mitte! Tschüss, Team Gel.
Mit einsamer Spitze, Dizzy, aber kein Wunder, bist ja auch mein Rivale. Nein, Betsy ist mein Rivale. Hau bloß ab, Hopp. Gut. Au, 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 au. Hä, er hat einfach meine Pokémon geheilt, oder was ist los? Mann, der heilt immer einfach meine Pokémon, der Blödkopf. Aber hier, richtig, richtig cooles Pokémon auf jeden Fall. Und der hat sogar eine Dynamax-Version, haben wir ja gesehen. Also der sieht ja dann noch anders aus in der Dynamax-Version. Bei Kate haben wir es gesehen. Die Folge wird gerade wieder zu lang, weil dieser blöde Galarmine einfach zu lang geht. So, Rasierblatt tötet den hoffentlich nicht. Ich meine, der ist Level 24 und ist fucking tanky. Okay, never mind. Hätte ich gern gehabt. Well. Na gut, dann war's das mit der Galarmine. Immer noch. Wie groß ist denn diese Galarmine bitte? Ich möchte bitte nicht auf das Pokémon treten. Ich will nur diesen Säckchen Pudersand. Das, der Typ. Oh nö. Okay, Leute, wir gucken uns die Galarmine beim zweiten Mal bis zum Ende an, sonst wird die Folge hier zu lang. Deswegen würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Dann spawnt ihr vielleicht auch gleich nochmal die Weiterentwicklung von Kame Hubs. War das Kame Hubs Weiterentwicklung? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, wenn ihr Spaß an der Folge hattet, lasst noch ein Like da. Und ich hoffe, ihr respektiert das, dass ich jetzt keine Mitrollerzeigen mehr drin hatte. Ja! Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.